diesem Video erkläre ich Ihnen, wie man die Funkverbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil der Solexa 2 einlernt. Zunächst müssen Sie in die Grundeinstellung der Steuerung gelangen. Dies geschieht über dreisekündiges Halten der Einstellungsrädchen oben rechts. Sobald im Display SPR angezeigt wird, können Sie mit Hilfe der Bedienfläche nach rechts zu LER navigieren. Durch kurzes Betätigen der Zahnrädchen im Kästchen bestätigen Sie die Einstellung und am rechten Rand sollten Funkwellen des Funkmastens laufen. Das Bedienteil befindet sich nun in Lernbereitschaft. Durch Abschalten der Spannung an der Wetterstation, am einfachsten mit Hilfe des Leitungsschutzschalters, kurzes Warten und wieder Einschalten versetzen Sie die Wetterstation in Lernbereitschaft. Die zweite Möglichkeit, die Verbindung herzustellen, besteht in kurzem Betätigen des Programmiertasters in der Wetterstation. Durch ein kurzes Tonsignal des Bedienteils wird das erfolgreiche Einlernen der Komponenten bestätigt. Zurück zur Startseite gelangen Sie durch kurzes Betätigen der Einstellungsrädchen oben rechts. Hier wird Ihnen nach erfolgreichem Einlernen der Wetterstation Innen- und Außentemperatur sowie Windgeschwindigkeit und Helligkeit angezeigt. Nun können Sie weitere Funkmodule einlernen oder den direkt in der Wetterstation angeschlossenen Antrieb konfigurieren.